Niemals hätte ich gedacht, dass ich eines Tages ausgerechnet Studiosa Margalin mein Leben verdanken würde. Jetzt stehe ich in ihrer Schuld. Und ich weiß nicht, wie ich mich jemals revanchieren kann. Als der Schnee unter mir plötzlich nachgab und ich hilflos auf den Abgrund zurutschte, dachte ich, ich höre schon Golgaris Schwingen rauschen. Im nächsten Moment pendelte ich am Sicherungsseil über einem bodenlosen Abgrund und sah zu, wie mein Stützstock fiel und fiel und fiel, bis er irgendwo weit unten auf den Fels zersplitterte. Ich rief und schrie, dass man mich hochziehen sollte, aber es geschah nichts. Hochklettern konnte ich auch nicht, dafür war mein Rucksack zu schwer. Ich schaukelte im Wind und glaubte, man hätte mich vergessen oder aufgegeben, bis irgendwann Margalins Gesicht oben an der vereisten Felskante auftauchte. Sie sagte mir, dass ich mein Seil zwischen den Felsen verkeilt habe und man hatte sie als die leichteste runtergeschickt, damit sie es befreite. Das hat sie dann auch getan. Es lässt sich nicht leugnen, dass man ihr den Stolz über diese Tat ansieht, doch ich rechne ihr sehr hoch an, dass sie bis jetzt nicht geprahlt oder mich verspottet hat. Vielleicht hat sie doch nicht immer so zickig. Vielleicht ist sie doch nicht immer so zickig, wie ich dachte. Aus dem Reisetagebuch des hesindegefälligen Studiosus Anagon Birtenbichler. Und so beginnen wir. Anfang mit der Zar in Janka. Ihr seid eine kleine Gruppe von Widerstandskämpfern, die für den Baron Travigor ins Feld zieht und immer dann in Aufträge sucht, wenn sie dann gebraucht werden. Vor einiger Zeit wart ihr in Talusa oder aber in Pericom und nun steht ihr wieder einmal vor dem Blauen Palast und wartet auf die verschiedenen Reden von unter anderem Wilbo von Rabenmund, dem Vogt der Effertperlen, der hier eingesetzt worden ist, oder aber anderen. Und nachdem sich dann die große Menge verzogen hat, um den anstehenden Tagesaufgaben nachzugehen, könnt ihr sehen, wie ein Mann, ein Kapitän mit tulamidischem Aussehen vom Hafen auf den Platz vor dem Palast zugeht und als er euch erblickt, einmal die Hand hebt. Salam, ich brauche eure Hilfe. Du darfst jetzt nicht so da rumstehen, du musst jetzt schon was zurücksagen. Das ist ja unhöflich. Hallo. Halt, dann winkt man mit seinem Arm. Ja, Kasim verbeugt sich vor ihm. Effendi, wie können wir euch helfen? Ich bin Rafik ibn Dahmani, der Kapitän-Dekan der Nautischen Fakultät. Und ich habe gehört, dass ihr für den Baron Travigor einige Aufgaben verrichtet. Helden sozusagen. Stimmt das? Dies ist korrekt. Ausgezeichnet. Würdet ihr mich auf eine Expedition begleiten? Sie ist etwas länger, aber ebenso wichtig. Es mag zwar nicht danach aussehen, dass wir uns um die blutige See kümmern. Es ist wohl aber wichtig, diesen Schritt zu tun, damit wir in einiger Zeit die Unterstützung haben, die wir brauchen. Könntet ihr uns Auskunft geben über die näheren Umstände dieser Mission und den Zweck der eigentlichen Mission? Vielleicht instruiert uns. Selbstverständlich, aber nicht ihr. Kommt doch am besten mit. Wir reisen einige Zeit mit der Sulman al-Nasori und diese liegt im Moment im Hafen. Wir werden selbstverständlich noch nicht losfahren, bis wir euer Okay bekommen haben, aber dort lässt es sich besser sprechen unter 10, 12, 14 Augen. Was auch immer die Mission ist, um die Dämonen zu schwächen. Kasim nickt einfach nur. Ja, wenn ein bisschen Dukaten in seinen Beuteln hängen bleiben, soll so euer Schaden nicht sein. Ja, nun, selbstverständlich. Dukaten sollen nicht das Problem sein. Effendi, ihr dort! Feuerelementalist. Euch erkenne ich auf weiter Entfernung. Omar erwidert den Blick, trinkt den letzten Schluck aus seinem kleinen Becher mit Tee heraus und nickt ihm nur lächelnd zu. Ach, ihr Söhne des Abenteuers, die Sulman, wahrhaftig. Einen solchen Ruf werde ich sicher nicht von mir weisen. Ausgezeichnet, dann muss ich mich nicht vorstellen. Ihr euch sicherlich auch nicht. Zumindest euren Namen kenne ich noch nicht, wohl aber eure Profession, die kann man euch ansehen.
Was man so alles glaubt, einem Mann gleich schon von der Kleidung her ansehen zu können, nicht wahr? Aber meinen Namen verrate ich euch gerne. Ich bin Omar. Nun dann, Omar, willkommen in dieser kleinen Gruppe. Ich hoffe, dass ihr mein Angebot annehmen könnt. Ich habe von Qasim ibn Alam schon eine ganze Menge gehört. Und selbstverständlich auch schon von Parayodu von Grauningen. Kommt doch mit. Wir reden auf das Sulman al-Nasori. Wie ich immer sage, Prahls Wege sind unergründlich. Nun wollen wir einmal schauen. Ja. Dingo kommt schon. Qasim wirft einmal so einen kurzen musternden Blick in Richtung Omar. Hat er irgendwelche offensichtlichen Zugehörigkeitszeichen? Gildensiegel, das man offen sieht? Irgendwelche Symbole auf der Robe? Omar ist in einer feuerroten Robe gekleidet, welche mehrere elementare Zeichen offensichtlich des Feuers, aber auch der Harmonie zu dem Wassers aufweist. Trägt an seiner Robe sich kein Zuordnungsmerkmal, also er kann seine Akademie nicht erkennen, aber er trägt das Gildensiegel am Handrücken, wie es ein Magier zu tun vermag, und er kommt, wenn du da einen Blick drüber wischt, aus rasch ein Tulamide, wie ihn man offen ansehen kann. Ja, er wird kurz eben gemustert, dann wird einfach einmal genickt, so als wäre Qasim irgendwie zufrieden mit dem, was er sieht, und dann dreht er sich um und folgt Kapitän Dahmani. Qasim selber ist halt, ja, wie Qasim ist, er trägt das Gildensiegel, die urtümlichen Elementarsymbole auf der Stirn, zum Eis hin orientiert, trägt die weiße Robe, inzwischen mit diversen hellblauen Verzierungen, die man auch theoretisch eine Nähe zum Luftelementarismus nachsagen könnte, wenn man wollte, aber alles in allem lang nicht so prunkvoll, wie man es beim Tulamiden erwarten würde. Und ihr müsst Gillion sein, der Druide. Ist das korrekt? Ich? Ja, hier gibt's. Der Baron hatte mir noch bisher wenig von euch erzählt, aber ihr seid den Elementen ebenso verschrieben? Nun, ich diene den Wäldern, dem Element, ja. Den Wäldern. Ausgezeichnet. Humus also. Nun gut, kommt. So könnt ihr durch den dreckigen, staubigen Hafen gehen von Janka, der schon bessere Tage gesehen hat, aber auch sehr viel schlechtere. Und könnt dann vor euch die Sulman al-Nasori erkennen, die Quintessenz aus dem jahrtausendealten Wissen der Tulamiden über Seefahrt und Zauberkunst. Selbst bei Windstille sind die Segel dank Djinnmacht prall gefüllt und lassen die al-Nasori majestätisch auch hier im Hafen einfach so dahin dümpeln. Es gibt einige Elementargeister, die an Deck stehen oder oben in den Segeln miteinander diskutieren. Ihr könnt die verschiedenen Türmchen erkennen, die da wohl zwiebelförmig aufgebaut worden sind. Und die zahlreichen Handwerker, die dort neben anderen Magiern stehen und ebenso ihrem Tagwerk nachgehen. Zahllose Edelsteine, manche farbig funkelnd, andere ausgebrannt oder blass. Zauberzeichen, die nachgezogen werden. Ihr könnt Einlegearbeiten aus Mindorium, Arcanium und Endurium erkennen, die sich über das gesamte Schiff ziehen. Es ist, ja, wahrlich ein Dukatengrab, möchte man meinen. Und Priodur kann dort mit einer mit gemischten Gefühlen dann über die Planken nach oben treten. Und hier kämpft so ein bisschen die Gefühle, die du hast. Bei Qasim und bei Omar wird es sicherlich ein bisschen anders sein, und hier überwiegt dann das positive Gefühl. Während ihr euch ein bisschen umseht, könnt ihr dann dem Kapitän in Richtung Achterdeck folgen, und er würde dann mit euch gemeinsam nach einigem Staunen im Inneren der Kajüten verschwinden. Ich schaue sehr missblickend hinein und auf meine Hände in meiner Robe, um ja nichts anzufassen hier. Das ist wirklich ein Ort elementarer Vielfältigkeit, wie sie nur wenige auf diesem Kontinent zu finden sind, und jeder von ihnen ist einzigartig. Es ist schlimm, dass es derartiger Mittel bedarf. Inwiefern das denn? Ist ein schönes Schiff.
weiße Lösung. Waffen hier, das ist Dominatschiff. Es ist von Magie durchsprungen und Preis missbilligt dies. Aber spricht nicht Preis, du sollst die Zwölfe ehren und auch Hesinde und Nandus werden zu ihnen oder zu ihrem Gefolge gerechnet. Wir hatten diese Diskussion. Oh. Nun das. Ja, wir hatten die nicht zu Ende geführt. Ad actum gepflegt sozusagen. Das mit den Grundsatzdiskussionen geht bei euch ja hier ziemlich schnell. Oh, das ist gar nichts. Aber wir führen diese Diskussion am besten an einem Ort und zu einer Zeit nach dem Palygan. Und nicht auf die zerschlagen Schiff. Wurde. Dieses Schiff ist ein Wunderwerk der Wissenschaft. Nun, man kann Wunder definieren. Die einzigen Wunder kommen von den Göttern natürlich. Deshalb sagte ich Wunderwerk. Aber folgen wir dem werten Kapitän. Auf jeden Fall ziemlich viel Schickimicki verbaut hier. Ja, ihr könnt dann dem Kapitän in Richtung des Hecks folgen. Die Kapitänskajüte steht wohl noch offen. Er hat sich da bereits auf einem der Stühle Platz genommen. Und wenn ihr dann mit großen Augen eintretet, könnt ihr hier auch zwei andere Kojen erkennen, die wohl für andere besondere Gäste übrig wären, außer dem Kapitän selbst. Und es gibt hier zwei Kartentische, die Rafik hier bei den Planungen unterstützen. Einer ganz klassisch mit Seekarten bedeckt. Der andere ist wohl eine Arkane-Karte. Mit den Kraftlinien und Wirkungsbereichen der blutigen See, die wohl oft schon korrigiert worden ist. Und gerade hier in Janka wurden wohl zahlreiche Veränderungen eingezeichnet. Einige ungewöhnliche Phänomene oder das Auftreten von Häufigkeiten der magischen Fluktuation. Ihr könnt Sichtungen von Dämonenarchen erkennen, die dann auf dieser Karte eingezeichnet sind. Und kleine Namen, die darüber tanzen und dann verraten, wo sich wohl gerade die Seuchenbringer aufhalten soll. Oder aber die Plagenbringer, die Stadt aus der Tiefe und viele weitere. Aus Interesse, ist Frühlingsstrand als Nodix verzeichnet? Ja, und wenn du etwas weiter südlich guckst, kannst du dort weitere Veränderungen gucken. Denn die Grube von Rulat und auch der Strudel wurden aus der Karte herausgenommen. Du kannst zwar noch sehen, dass sie wohl mal da waren, aber die sind wohl vernichtet. Das oder geschlossen. Im Moment so aus wie die Kraftlinien, die sich gerade am Verschieben sind. Über längere Zeiträume. Genau, richtig. Rulat ist vermutlich zum Humus hin orientiert. Als elementarer Nodix. Genau. Ja. Kasim bleibt kurz an diesem Tisch stehen, seine Augenbraue hoch, nickt einmal und folgt dann weiter dem Kapitän. Selbst von euch, Meister Rogel, habe ich bereits einige Titel hören lassen, die der Baron mir verriet. Ihr seid wohl der Brandstifter von Talusa gewesen. Ihr seid der Auserwählte der Goblin, ein Schamane, so sagte er. Ja, also die Fackel ist mir runtergefallen. Das war nicht mein Fehler. Brandstifter ist sehr fein gefasst. Ist runtergefallen. Richtig? Nun, wie dem auch sei. Jeder von euch verkörpert ein Element, wenn es euch auch nicht ganz bewusst sein sollte. Aber die Zahl 6 generell ist, für uns wichtig, auch wenn ich euch als siebter Teil begleiten werde. Ich würde ganz gerne aufbrechen in Richtung des Rastulswalds. Kasim zieht eine Augenbraue hoch. Zufällig in einen bestimmten Ort im Rastulswald. Selbstverständlich. Ich möchte nach Draconia, dort wo ihr herkommt, dort wo eure Heimat ist. Draconia. Auf jeden Fall ein Besuch wert. Rogel und Priodo sehen jetzt etwas sehr Seltenes bei Kasim, nämlich ein ehrliches, breites Lächeln. Also ich weiß natürlich, was das ist, aber wenn ich jetzt nicht wüsste, was das ist, möchte vielleicht jemand sagen, was das ist? Aber ich weiß es natürlich. Eine Zauberschule, würde ich es nennen. Draconia ist mehr als eine Zauberschule. Es ist ein Ort, so wie es Orte besonderer göttlicher Macht gibt. Dareth.
Sowas wie ein Tempel. Man könnte es einen Tempel der Elemente nennen. Es ist ein besonderer Ort von magischer Macht, von elementarer Macht. Und es gibt kaum Orte auf diesem Kontinent, vermutlich auf der ganzen Welt, an denen die göttliche Ordnung so stark ausgeprägt ist. Also ein sehr guter Tempel. Wenn ihr Gareth als politisches Herz von Aventurien auffasst, dann möchte man sagen, dass Draconia das elementare Herz von Aventurien ist. Dort vereinigen sich alle sechs Elemente auf ganz besonders harmonische Weise. Und wir brauchen nicht nur die Genien von dort, sondern auch die Magister für den Kampf, den wir sehr bald vor Salem führen wollen. Wisst ihr, die Schule von Draconia schließt nicht nur Gildenmagier ein, sondern auch Druiden. Und für über 1000 Jahre haben wir uns versteckt gehalten. Aus Angst vor Korruption und der Gier unserer Kollegen. Der Gier nach Wissen, nach Macht. Vieles von dem, was die Praios-Kirche sagt, stimmt, wenn man Was heißt vieles? Alles? Das, was die Praios-Kirche über Magier sagt, ist häufig nur wahr. Nun, man kann darüber natürlich diskutieren, aber zweifelt nicht die Richtigkeit der Aussagen der Praios-Kirche an. Nicht alle Magier sind gleich, und das solltet ihr gemerkt haben. Das ist natürlich nicht. Aber ihr solltet. Wir haben uns zurückgezogen. Draconia zog sich zurück nach dem ersten großen Krieg der Magier. Sie haben sich versteckt und die Welt im Stich gelassen. Sagt es, wie es ist. Und sie kamen zur richtigen Zeit wieder zurück. Zur Invasion der Verdammten waren sie anwesend. Und nun brauchen wir sie ein weiteres Mal. Für das Jahr der Fluten. Mein Vater Ruban war damals gemeinsam mit den sieben Gezeichneten vor Ort und hatte sich aufgemacht, um die Lichtvogel-Expedition zu begleiten. Aber das ist zu einer anderen Zeit passiert und ich selbst war selbst noch nicht dort. Würde dies nun gerne nachholen, gemeinsam mit Kasim und euch, wenn ihr mögt. Wir müssen um Hilfe bitten, denn diesen Kampf, den Kampf gegen die Dämonen und das namenlose Wirken können wir nicht alleine bewerkstelligen. Es mag sein, dass der Raschsturzwald und Draconia selbst nicht in den Fluten versinkt, aber all die anderen Küstengebiete, sie werden hoffnungslos vernichtet werden, wenn das Jahr der Fluten sein Ende nimmt. Dies können wir natürlich nicht zulassen. Wo finden wir diese Akademie denn im Raschsturzwald? Auf dem höchsten Berg. Kasim wird uns führen, aber wir orientieren uns einfach nach dem höchsten Gipfel und kommen dann an. Oh, ich hoffe doch, dass unser werter Magister Kasim es uns nicht zu leicht macht. Schließlich wollen wir noch was von der Reise haben. Ich muss mich so gleich um Proviant kümmern, damit wir uns ordentlich den Magen vollschlagen können. Und ich würde vorschlagen, wir suchen uns auch etwas wärmende Kleidung. Ich habe gehört, im Gebirge kann es recht frostig werden. Ja, wärmende Kleidung ist von essentieller Wichtigkeit. Das Wichtigste daran ist gutes Schuhwerk. Um jeden Preis verhindert werden muss, dass Wasser in die Schuhe gelangt. Es ist zar. In den Bergen hat die Schneeschmelze noch nicht eingesetzt. Das heißt, wir werden gleichsam durch eine Hochgebirgslandschaft und durch eine Eiswüste ziehen. Die Gefahren an Raubtieren werden eher gering sein. Mit den örtlichen Fekinas lässt sich verhandeln. Sie haben Blutsverwandte auf der Festung von Draconia und ziehen es vor, mit diesen nicht in Streit zu geraten. Gute Seite. Und was ist? Die könnten auch nicht schaden, wenn wir Berge besteigen müssen. Und was ist mit den Drachen? Sie ziehen es vor, sich selbst in Paarungskämpfe zu verwickeln.
Ah, man, da solange, haben wir es ja. Solange man sie nicht stört. Solange oder niemand von uns aussieht wie ein weiblicher Drache. Und solange niemand von uns ihnen ihr Revier streitig macht, sollte das völlig unproblematisch sein. Was auch bedeutet, dass wir nicht fliegen werden. Es gibt Djinner, die diese Reise bewältigen können, aber dies ist aus mehrerlei Gründen keine Option. Zum einen wäre es vermutlich für Bruder Priodun nicht mit seinen Idealen vereinbar. Zum anderen, man muss sich den Anblick von Draconia verdienen. Man kann nicht einfach hinfliegen. Und außerdem ruft man Djinner nicht einfach, als wären sie Haustiere. In der Tat. Die Elementare sind die Kinder Zooms. Sie zu rufen ist für Notfälle vorbehalten. Oder um Freunde wiederzusehen. Kasim lächelt dabei. Nein, der Notfälle. Nicht für Spielereien. Der Punkt ist, wir werden nicht fliegen. Wir werden den harten Weg gehen. Denn ansonsten wird sich das Tor des Lichtvogels nicht für euch öffnen. Also sollte ich ein Zelt kaufen gehen und ein paar Decken und ein paar Fackeln? Kletterausrüstung von allerhöchster Güte. Steigeisen, Eispickel. Kasim fängt an, eine professionelle Kletterausrüstung aufzuzählen. Du merkst, wie du in das Gesicht eines sehr verwirrten Bauern schaust, der aber immer weiter nickt, aber nicht weiß, wovon du sprichst. Ja, wenn du das sagst, ja, habe ich auch gehört, die sind wichtig. Ja, sonst also, fällt man runter, das ist wichtig. Kasim schreibt währenddessen auch auf einem kleinen Zettelchen, das er aus seinem Notizbuch gezogen hat, mit. Mit einer Feder. Ja, so ein Pickel? Ja, ja, das sollte man schon mitnehmen. Ja, ich kaufe einen zweiten, ja. Wir werden all diese Dinge nicht hier in Janka bestellen können. Allerdings werden wir mit unserer Sulman in Richtung Zorgan segeln. Und von dort aus können wir diese Liste abarbeiten und dann gemeinsam mit ein paar Pferden zumindest bis Kishalfenek aufbrechen. Und dort aus werden wir die Pferde oder Tiere zurücklassen und zu Fuß weiter aufmachen. Es wird eine lange Reise werden. Sie wird beschwerlich sein, aber sie muss getan werden und sie wird sich lohnen. Es gibt von jedem von euch in Draconia mindestens einen Ort, den ihr nie wieder vergessen werdet. Glaubt mir. Selbst für euch, Bruder Priodur. Ich werde euch beim Wort nehmen. Die Sonne hat einen ganz anderen Anblick, wenn man sie durch kristallklare Bergluft betrachtet. Das verspreche ich euch. Nun dann, Kapitän, wann wollt ihr starten? Nun, so bald wie möglich. Wenn Jara sagt, ihr kommt allesamt mit, dann brechen wir jetzt auf. Solltet ihr noch so etwas wie einen Rucksack benötigen, der irgendwo im Hafen sitzt, dann holt ihn und wir brechen eine Stunde später auf. Gut. Ich nehme an, um Steigeisen, wenn ich drum herum komme. Ich mag keine Tannen. Wie gesagt, die Ausrüstung besorgen wir in Zorgan, ebenso wie die Pferde. Ihr könnt die Pferde danach behalten, solltet ihr wieder zurück nach Kishalfenek kommen. Leon wird im Moment gemustert. Wenn man es magisch verstärkt, kann man mit Feuerstein etwas Ähnliches erreichen. Vielleicht finden wir eine Lösung. Kasim, die Gangbarkeit der Wege... Wird dort reine Kletterei notwendig sein oder werden wir eventuell Material mitführen müssen, das Lasttiere benötigt? Maulesel oder dergleichen? Ab einem gewissen Punkt werden selbst dressierte Bergziegen nicht mehr in der Lage sein, die Kletterpartien mitzumachen. Oh, okay. Das. Ziegen sind außerordentlich gute Kletterer, so. Das soll schon was heißen. Auch sie können irgendwo nicht hochkommen. Sollen wir da hochkommen? Indem wir klettern. Die Götter werden es fügen.
Dann sollten wir entsprechend leichtes Gepäck mit uns führen. Kapitän Imdarmani? Ja. Ist es möglich, die Expedition mit Rucksäcken versehen mit dem ungesehenen Zeichen zu versehen? Mit dem Zeichen des unsichtbaren Trägers für Gewichtsreduktion, gerade was Proviant anbelangt. Oder Ausrüstung könnte das enorm praktisch sein. Wir verfügen über allerlei Zauberzeichen. Ich denke, wenn ihr so etwas braucht, dann werden wir es bewerkstelligen können. Wir haben 190 Seemeilen nach Zorgan, die werden wir allerdings in einem Tag schaffen. Bis dahin sind auf euren Rucksäcken die Zauberzeichen angebracht. Hervorragend. Ihr schafft 190 Seemeilen in einem Tag. Nun, an meinem Rucksack bringt bitte keine Zauberzeichen an. Auch dafür habe ich Verständnis. Also wollen wir dann jetzt unsere Sachen holen, damit wir gleich losfahren können? Ja, ich habe immer alles dabei. Bin ich schon vorbereitet. Ich muss noch mit dem örtlichen Zwergenschmied sprechen. Ich habe eine Bestellung aufgegeben und ich denke, die Zeit ist reif, sie abzuholen. Danach bin ich aufbruchbereit. Meine ehrbaren Reisegefährten waren sicherlich zu höflich zu fragen, aber ihr hattet euch noch nicht näher über die Bezahlung ausgelassen? Wie viel bekommt ihr als Söldner pro Tag? Ich verhandle nicht oft mit Söldnern.